genießen Sie einen, glaube ich, wunderbar und auch kurzweilig komponierten Eröffnung dieses Engelshauses und lassen Sie sich dann überraschen, was Sie in der neuen Dauerausstellung vorfinden. Ein ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen allen einen sonnigen Vormittag. Wenn wir über das Erbe von Friedrich Engels sprechen, dann hat sich aus diesen Gesprächen eigentlich herauskristallisiert, was die Menschen heute umtreibt und womit sie Friedrich Engels verknüpfen, ist immer noch die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Obwohl er vielleicht aus einem ganz anderen Umfeld stammte, sich sozusagen dieser schrecklichen gesellschaftlichen Veränderung nicht entzogen hat, sondern sie analysiert hat und dann auch später für sein Leben das sehr bestimmend wurde. Diesen analytischen Blick und auch diesen Abstand des Historikers, wie Sie es so schön sagten, ich finde, den müssen wir uns behalten.